So, da bin ich wieder und ich glaube, es kann losgehen. Natürlich mache ich es. Die Möglichkeit zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich... Ja, ich fühle mich der Aufgabe nicht würdig, aber ich mache es auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier nie um ihr Verschulden ging. Man kann nie zu gut. Eindringling, schnapp sie! Egal was du tust, stirb jetzt bloß nicht. So schon. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Gut, mal los. Oh, da fehlt ein Teil. Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Okay. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kind. Gut. Schon will ich hier ein Lager zusammen. Na also, sieht intakt aus. Gut. Das sollte gehen. Dann mal auf mit der Tür. Gut. Runter. Rauf, links, runter, rechts. Rauf. Ich denke mal, wir müssen anders.
Rauf, links, runter, rechts. Okay. So, rauf, links, runter. Rechts. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe die richtige Kombination. Das verstehe ich nicht. Das ist zu viel für mich. Probieren wir es nochmal anders. Also rauf, links, runter, rechts. Mann. Umgekehrte. Umgekehrte. Oh Mann, man sollte lesen können. Umgekehrte Anstellung, das war jetzt umgekehrte Anstellung. Mann, ich bin zu behindert für das gerade. Ich habe echt keine Ahnung. Okay, also. Wenn wir das jetzt runtergeben, dann müsste das rechts sein. Dann müsste das oben sein. Dann müsste das links sein, oder? Und das müsste unten sein. Aber es gibt keinen Strom mehr. Das heißt,
Vielleicht ist nur die Hälfte. Umgekehrte Einstellungen. Dann ist das im unten. Das. Oh. Dann wird das oben. Dann war das rechts. Oder ja? Und das müsste unten sein. Das war's. Die Tür sollte wieder Mann. Strom haben. Mal sehen, was dahinter ist. Oh, wir haben es wenigstens. Eclipse, sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Gut. Wir haben das leider jetzt noch nicht. Dann kennen wir uns jetzt ja. So stark. Wo ist denn der hin? Ein Kampf ins Haus! Ja, hier vielleicht nicht. Im Moment jedenfalls. Dann setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Bitte Bisichin dann. Gut, also Fertigkeiten. Wir machen es. Mal schauen, dass wir das mit den Elite-Gegner hinkriegen. Okay. Großer Raum. Und sämtlichen Daten. Hallo, ich bin Margo Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach.
Okay. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihrer. Ihrer Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Kodiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Okay. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht. Sowas habe ich schon mal gesehen. In Brutstätten. Aber natürlich. Die Geburtsorte von Gaias Maschinen. Aha. Das sind sie unter was? Unter. Diese Anlagen, die unter der Erde. Brutstätten. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber hier kommt mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Na gut, aber das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao.